Flo im Ohr. Ein flohstarkes Hallo! Heute entführe ich euch in die Welt der klassischen Musik und ich nehme euch mit in die Unterwasserwelt, und zwar ins Aquarium aus Karneval der Tiere von Camille Saint-Saëns. Ein wundervolles Stück, wie ich finde, und Karneval der Tiere sollte vielleicht auch vielen bekannt sein. Es sind auf jeden Fall ganz tolle Stücke dabei, und erst gestern habe ich ein tolles Live-Webinar genau zu diesem Thema gehabt. Musik erleben, malen, tanzen und musizieren, und wir haben wirklich auch ganz viel erlebt zu und mit klassischer Musik. Und falls dich dieses Thema sehr interessiert, dann gibt es ab sofort auch die Webinaraufzeichnung bei uns im Shop unter flohimohr.tv zu erwerben. Natürlich inklusive der ganzen Videoaufzeichnung, eines umfangreichen Handouts und ganz viel Musik als MP3. Ja, und wie gesagt, heute entführe ich euch ins Aquarium, denn ich habe mir überlegt, gestern im Webinar haben wir dazu gemalt, aber es wäre doch eigentlich auch schön, wenn man dazu tanzen könnte. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie man das umsetzen kann am besten, und dabei ist mir was ganz Tolles eingefallen, und zwar schaut mal hier, ich habe quasi große Aquarien gebastelt, und ja, dafür habe ich einfach ein mittelgroßes Seidentuch genommen. Und das habe ich hier mit solchen, das sind so Nähklammern, vielleicht kennt ihr die. Ansonsten könnte man vielleicht auch Wäscheklammern nehmen, aber ich fand die jetzt ein bisschen schöner, nicht ganz so auffallend und groß. Die befestigt man an so einem, so einem Rundholz. Das hat jetzt 80 cm, das andere, ich habe nämlich noch eins gebastelt, hat jetzt 1 Meter. Da habe ich jetzt Fische dran befestigt, und die habe ich, weil da habe ich mir wirklich Gedanken darüber gemacht, weil so ein Seidentuch, wenn man da jetzt mit einem doppelseitigen Klebeband anfängt, habe ich probiert, aber dann, ja, das verzeiht das Seidentuch nicht. Deswegen habe ich Magnetfolie habe ich mir besorgt, und mit der Magnetfolie habe ich quasi, ich habe halt die Fische doppelt, ich zeige euch das jetzt mal hier, schauen wir mal, so. Die Fische habe ich einfach doppelt ausgeschnitten und bemalt. Und Wackelaugen ist Pflicht, ne? Ja, und dann hinten habe ich halt die Magnetfolie draufgeklebt. Es gibt auch wirklich so selbstklebende Magnetfolie, ist ganz praktisch. Ja, und dann packt man die einfach hier so, zack, da dran. Und zack, hat man das Aquarium. Tada! Ich hatte selber voll Spaß. Und dann dachte ich mir, Mensch, es wäre doch ganz prima, weil wir haben jetzt hier noch Platz für zwei Hände, dass wenn jeweils zwei Kinder immer so ein Aquarium festhalten während des Tanzes, so, und da das Seidentuch ja transparent ist, ich habe ja noch ein zweites gebastelt, so, ist es halt super cool, wenn man die hintereinander legt, und dann seht ihr schon, was passiert. Wir haben voll den 3D-Effekt, ja. Und wenn man das Tuch jetzt auch noch so hin und her, ne, also hier nach rechts, nach links schwenkt oder auch nach oben, nach unten, dann ist es wirklich so, als wenn wir ein Aquarium voller bunter Fische hätten. Also ich habe echt voll Spaß. Da ich jetzt nur zwei Hände habe, müsst ihr euch jetzt vorstellen, also es kommt ja immer auf eure Gruppengröße an. Also wenn ihr jetzt eine größere Gruppe habt, dann könnt ihr natürlich auch 4 Aquarien hintereinander setzen, so, oder daneben dann auch nochmal 4, sodass ihr quasi dann, hättet ihr schon fast 16 Kinder damit versorgt. Also je nachdem, müsst ihr einfach selber schauen, wie viele Kinder ihr so habt. Und das Lied, ich finde es einfach super schön, und von der Choreografie mache ich euch das jetzt einfach mal vor. Ihr müsst euch vorstellen, die Kinder hocken sich vielleicht am Anfang hin, das mache ich jetzt einfach mal so, ja. Und dann zeige ich euch, was die Kinder dann quasi mit ihren Aquarien anstellen sollen. Also wir müssen jetzt vorstellen, dass jetzt zwei Kinder jeweils ein Aquarium in der Hand halten. Musik ab! Thank you.
Ja, ich hoffe, ihr könnt euch das vorstellen, wenn das jetzt mehrere Kinder hintereinander auch machen. Also ich habe ja jetzt hier quasi zwei Aquarien gehabt, aber wenn jetzt noch zwei Gruppen dahinter stehen würden, dann hätten wir jetzt sogar vier Aquarien hintereinander. Ich glaube, dann gibt das einen richtig coolen Effekt. Ja, und dann könnt ihr euch auch vielleicht auch vorstellen, dass man natürlich auch solche Treppenstufen bauen kann, ja, dass die erste Gruppe ganz hier unten bleibt und die zweite bis hierhin geht, die dritte noch wieder ein bisschen höher, ne? Also, dass man wirklich so einfach auch damit spielt. Und ich glaube, viel braucht man gar nicht machen, außer so ein bisschen hin und her bewegen, mal nach rechts, nach links, also zu den Seiten oder nach oben, nach unten. Und wenn ihn am Schluss, relativ am Schluss, geht ja, wo das Glockenspiel einsetzt. Ja, da würde ich auf jeden Fall, dass immer mal eine Gruppe ihr Aquarium nach oben hält und dann wieder die andere Gruppe, weil das ist eigentlich ein schöner Effekt dabei. Und wenn ihr dann noch vielleicht noch andere Kinder übrig habt, einzelne Kinder, dann habe ich hier auch noch ein Mini-Aquarium gebastelt. Ja, dann kann man das natürlich auch mit einem kleinen Seidentuch einfach machen, die natürlich auch einfach hier, da braucht man dann auch keinen Stab, die einfach das immer am Rande hin und her schwenken. Also ich glaube, da kann man schon eine große, visuelle, tolle Sache draus machen. Und ja, das wollte ich auf jeden Fall heute zeigen. Und ich hoffe, ihr habt Spaß mit meinem Aquarium aus Karneval der Tiere. Und ja, ich sag bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, ein Floh im Ohr lauert überall. Manchmal auch im Aquarium. Schenke unserem Floh dein Abo. Das wäre absolut flohstark. Und besuche unbedingt unseren Flohshop unter flohimohr.tv. Dort findest du all unsere Materialien und Downloads. Entdecke auch unsere vielfältigen Webinar- und Seminarangebote. Wir freuen uns auf dich.